nächsten Tagen. Die Millionenmetropole Los Angeles war heuer Austragungsort der Special Olympics. 6.500 Sportler aus 165 Ländern haben wieder bewiesen, welch große Leistungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erbringen können. Das österreichische Team hat 69 Medaillen gewonnen und freut sich nun schon auf die Weltwinterspiele, die 2017 in der Steiermark stattfinden. 9 Tage lang brannte das olympische Feuer im großen Sportstadion, dem Coliseum, in Los Angeles. Es war Symbol für die Botschaft von Special Olympics, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung das Recht haben, in die Gesellschaft gleichberechtigt integriert zu werden. Und das Miteinander war bei den Weltspielen nicht bloß Ankündigung, sondern gelebte Wirklichkeit. In der Schlussfeier wurde die olympische Flagge eingeholt und an die österreichische Delegation übergeben, die 2017 Austragungsort der nächsten Weltspiele sein wird. Österreich ist neben den USA bisher das einzige Land, in dem Weltspiele schon zum zweiten Mal stattfinden werden. Bei einer Kick-off-Party im österreichischen Generalkonsulat sagte Special Olympics Internationalpräsident Timothy Shriver warum. Der Hauptgrund sind die Menschen, die in Österreich ihre Herzen für Special Olympics geöffnet haben. Österreich hat die Spiele schon einmal durchgeführt. Ich habe große Zuneigung zu dem Land und ich bin stolz darauf, dass die Spiele wieder nach Österreich kommen. Österreichs Generalkonsulin Ulrike Ritzinger konnte bei der Party auch den Ehrenpräsidenten von Special Olympics Österreich, Arnold Schwarzenegger, begrüßen. Seine Begründung für die bereits zweite Vergabe der Spiele an Österreich? Weil wir die beste Organisation haben in Österreich und weil in Österreich alle zusammenarbeiten, vom Staat zum privaten Sektor, zum Non-Profit, also alle arbeiten zusammen. Und das ist das Wichtige und das ist das Schöne. Und wir sind deswegen ein Vorbild für alle anderen Länder der Welt. Auf Wiedersehen in Österreich, in der Steiermark, in Graz, in Schladming und in Ramsau. Das Schlusswort für die Einladung nach Österreich zu den Spielen 2017 hatte Österreichs Special Olympics Global Messenger Johanna Pramstaller. It is our pleasure and honor to welcome you to the World Games 2017 in our beautiful country. See you there. Thank you very much.